So, ich sage einfach mal Hallo aus dem Hund zurück. Ich bin jetzt heute live, weil ich heute ein paar Geburtstagsvorbereitungen mache. Für die Kollegen mache ich ein bisschen Nudelsalat. Ursprünglich wollte ich noch Brownies backen. Jetzt bin ich aber hingegangen und habe in der Vorbereitung für den Nudelsalat schon die Eier gekocht. Und für die Brownies bräuchte ich auch zwei Eier, die habe ich jetzt nämlich. Deswegen lassen wir das mit der Brownies hin. Ist ja scheißegal, die wäre sowieso für die leid gewesen. Wo unangemeldet kommen wäre. Das heißt, jetzt machen wir mal die normale Vorbereitung. So, und zwar der Nudelwasser habe ich schon aufgesetzt. Da fangen wir mal an. Hier der Kornblend zu schneiden. Die Fleischwurst. Da habe ich mein Messer hingelegt. Ich komme mal hier ein bisschen näher ran, damit ich euch sehe und ihr mich besser seht. Ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so macht dort gerade. Wie gesagt, am Ende Dialekt merkt ihr vielleicht, der ist aus dem Hund gekommen. So. Wenn ihr Lotti Celine seht, die tut gleich das Rezept noch nachkochen. Meine Arbeitskollegin, weil die seht immer, steht der beste Nudelsalat machen. Und tja. Kann sich das noch angucken, da kann sie selber nachkochen. So. Ist gar keiner am Schreiben für euch. Das tut aber auch raschelt da. Sonst hat man auch noch mal, sonst kriegen die dann die Nacken. Also wenn mich der eine oder andere kennen tut, normalerweise mache ich eine Facebook-Gruppe, wo ich immer meine Kochsendungen mache und live sind. Aber schon ja auch ein TikTok-Kanal, das habe ich nicht gedacht, da bin ich ja auch immer live. Kann ich ja auch mal machen. Ja. So, der Nudelwasser, das müsste auch gut kochen. Denke ich mal. So, das war das mit der Fleischwurst schon mal. Kenne ich irgendjemanden von denen, wo live dabei sind? Nee. Oder Fremde. Die könnt ihr aber trotzdem mal gut sagen. So, dann machen wir das nächste. Und ich habe extra eine Schale geschmissen auch. Oder noch nicht recht hingeschnitten. So, dann lassen wir auch mal weg. Auch mir ist das egal, mit dem schon ewig schon verzielt. Ich wollte eigentlich heute noch Brownies backen. Aber jetzt habe ich die Eier, die ich für die Brownies brauche, schon alle gar nicht gekocht. Für den Nudelsalat, das heißt, es gibt kein Brownies. Das ist mir aber scheißegal. Da es wie gesagt nur für die Leute gewesen wäre, die mal ja an meinem Geburtstag ohne Anmeldung kommen wäre. Ich meine, die andere, die wäre ja versorgt mit Essen. So ist das. Mal früh habe ich meine Familie eingeladen. Da gehen wir frühstücken. Und mal Abend kommen noch zwei, drei Freunde. Und der Salat, wo ich schon mache, der ist für die Arbeitskollegen. Der fahre ich nachher dahin. Die kriegen dann ein Rollbrot, ich zeige den mal kurz. Der ist jetzt noch ein bisschen gefroren. Also, den Brot kriegen sie, die können sich in den Backofen schieben. Also ich arbeite normalerweise in einer Bäckerei. Und dann können die den Rollbrot in den Backofen schieben und ein bisschen Nudelsalat dabei essen. Und dann kaste Becher dabei, fertig. So ist das. Was nicht mal nicht alles für die unbeliebte Kollegen. So.
Das war die Fleischwurst. Schon jetzt hier so die Schüssel, die ich reinstellen wollte. Schon jetzt extra noch, das ist eigentlich so Kuchenplatte, so Deckel. Muss die Schulter, weil ich nicht so groß Schüssel von, wie dass ich den ganzen Nudelsalat noch verfrachten kann, ohne Green. Also zum Durchmischen. Ich muss ja ein bisschen Platz haben zum Durchmischen. Hallihallo, mein Schatz. Das freut mich, dass du dabei bist. Hast du die Ankündigung gesehen in meine Stories, dass ich live gehe? Ich mache heute mit berühmt-berüchtigten Nudelsalat. Und das lassen wir rüber. Die Fleischwurst habe ich schon geschnitten. Jetzt tun wir die Gurke inne. Gucken, ob sie was geschrieben hat. Nein, ich habe nicht geantwortet. Da bist du wahrscheinlich auch auf der Arbeit, oder? Ach, das geht mir ja auch. Ich will aber hier gerade. Schon hier extra hinter mit dem Ventilator stehen. Ist ja echt heiß wie Sau da. Und ich mit meiner Kappel da schwitzt ja wie verrückt. Und Make-up habe ich auch noch drauf. Sieht man das? Ne, doch, bisschen. Ich bin ja Künstler. Der Künstler vor des Herrn, das reicht, glaube ich, am Burger. Nudelwasser kocht gleich. Ja, habe ich gesehen. Und ja, ich habe gerade Pause. Sag ich ja. Die arbeitende Bevölkerung hier. Ey, schon ja Urlaub. Wie mit dem Geburtstag. Der hat zum Abend auf der Kipp gestanden. Da bei uns Personalmangel ist. Aber wir haben ja schon Sachereservierung gemacht. So, jetzt machen wir die Nudeln da rein. Diese Ventilator anmalen, die Lüftung. Schon extra auf Glennerstuf die Lüftung stehen, weil sonst hört die mich nicht mehr. Was wollen wir? Das sind die hauptsächlichen Nudeln. Wellennudeln. Und jetzt holen wir hier noch so, was ist das, Pasta Klassiker, was das ist, steht nichts drauf. Das sind diese Dinger, da sieht man das. Naja, paar dabei. Das reicht. Ich muss jetzt zwei Schüsseln Nudelsalat machen. Wie gesagt, einen für die Arbeit und einen, wo wir morgen Abend grillen. Wo kommst du her wegen deinem Dialekt? Ich bin aus dem Hunsrück in Rheinland-Pfalz. Also nah an der Saarländischen Grenze. Wann ist das nicht, Lisa? Wann ist das was? Wann ist das nicht, was ist was nicht? Ich verstehe dich nicht, Lisa. Wann ist das nicht? So, ich mache nochmal hier ein bisschen rüber. Schön. Lisa, ich hatte die Frau nicht verstanden. Was ist was, wie, wo, wann nicht? Da. So, machen wir weiter. Ich hatte vorhin deine Schwester schon angerufen. Weil die ja am Schaffen ist. Und da habe ich gesagt, ich soll mir mal ein paar Eier vorbeibringen, für die Brownies zu backen. Aber wir haben keine Eier mehr auf der Arbeit. Da muss man mal überlegen, wir sind nicht begrei, wo keine Eier mehr hat. Aber da kommt Lieferung im Laufe des Tages. Aber das ist mir jetzt egal, wie gesagt. Die, wo nicht eingeladen sind, die brauchen auch keine Kuchen. Personalmangel, ja, das ist wirklich schlimm. Das ist überall Fachkräftemangel. Und dann lese ich so etwas. Wir hätten mal hier in Facebook, wo eine Familie schreibt, ah ja, sie wäre Hartz-IV-Empfänger und sie hätte gerne Spende. Und da denke ich mir, weißt du, überall ist Fachkräftemangel und mittlerweile ist das so, dass Leute eingestellt werden, die Berufe nicht gelernt haben, das heißt Ungelernte, einfach weil die Leute froh sind, die Firma, wenn sie überhaupt Leute kriegen. Ich meine schon, dass ihr auch mitkriegt, wie ich mal eine neue Rolllade jetzt bestellt habe. Das dauert ja alles ewig, bis die mal Zeit haben, fahr zu kommen, weil die auch, die Handwerker, die haben alle gar keine Leute mehr. So ist das. So, ich muss reden, das klappt schon. Personalmangel ist ja, wie es ist. Aber man muss sagen, in meinem speziellen Fall ist es ja so, dass sie seit 5 Jahren schon sagen, dass in meiner Abteilung noch ein Zweiter eingestellt werden muss. Weil immer wenn ich Urlaub habe, ist keiner dort, der mich im Prinzip vertreten kann, weil ich der Einzige in meiner Abteilung bin. Aber das Problem, da kenne ich in 5 Jahren, wenn die keine Instelle, sind sie selber dran schuld. Das ist mein Problem, schon auch ein Anspruch auf Urlaub. Nö. Ich kann es nicht erzählen.
Ich hatte ja dieses Jahr 56 Tage Urlaubsanspruch, weil ich im letzten Jahr keinen Urlaub hatte. Oder kaum. Wo arbeitest du? Ah ja, in einer Bäckerei. Ich bin Kommissionierer und Lieferant. Das heißt, wir haben 8 Geschäfte. Und da tue ich für diese 8 Geschäfte alles zusammenstellen. Das heißt, alles, was die Bäcker backe, in den Körper rein packe und dann in die Filiale ausliefere. So ist das. Ursprünglich gelernt habe ich Koch. Deswegen mache ich auch hier ab und zu mal Kochvideos. Aber wie ich Koch war, hatte ich irgendwann den Spaß privat am Kochen verloren. Ja, da habe ich dann halt nachgelassen, als Koch zu arbeiten. Und mache das hobbymäßig wieder gerne. Und beruflich bin ich jetzt in der Bäckerei. Genau, und die bekommst du auch nicht dieses Jahr. Was bekomme ich dieses Jahr nicht? Die Urlaubstage, doch, ich hatte ja, guck mal, ich hatte ja im kompletten Februar Urlaub gehabt. Und jetzt habe ich noch einmal Urlaub, das heißt, ich schon jetzt schon 4 Woche, 4,5 Woche, glaube ich, Urlaub für dieses Jahr gemacht und habe noch 30 Tage Urlaub. Das liegt aber auch nur dort dran, da zahle ich jetzt mal ein paar Traube, weil ich den Chefs gesagt habe, dass sie in der Gewerkschaft sind und es ja irgendwo verpflichtete Arbeiter gegenüber haben. So. Und deswegen hat das jetzt mittlerweile mal alles geklappt. So ist das. So, dann haben wir schon ganz toll gemacht. Die Nudeln fangen an zu kochen. Wenn auch langsam, das läuft aber auch eine komische Stippe. Da tut das, das wird irgendwie ganz langsam nur heiß. Ich weiß nicht warum. Ich mache da mal ein bisschen den Deckel drauf. Vielleicht echt zu gucken, wie lange die Nudeln, die kochen ja alle gerade unterschiedlich. Alles klar, 10 Minuten. Hier haben wir 12:43 Uhr, das heißt 3:50 Uhr. Machen wir so raus. Jetzt machen wir noch die Eier drin. Oh, wie warm ist es bei euch? Ja, wenn ich das jetzt zeige, dann siehst du das nicht, weil das spiegelverkehrt ist. Also hier habe ich jetzt in der Küche 22,7 Grad, sieht man das? Nee, weil es spiegelverkehrt ist. Also in der Küche habe ich knapp 23 Grad. Außentemperatur weiß ich nicht. Ich glaube, man kriegt halt 4-25 Grad draußen. Schon aber auch hier in der ganzen Wohnung die Fenster auf, damit ich ein bisschen Durchzug habe. Ja. Bei denen muss man immer so kommen mit Gesetze und Pflichten. Ja, da hast du recht. Also wer das nicht weiß, die Lisa und ich, wir kennen uns privat. Und die Schwester schafft da bei mir in der Firma. Und die hat so ein bisschen Insiderwissen. 27 Grad. Bei mir auch, Lisa, hier, da wohnt sie nicht weit weg, da wird 27 Grad. Ich habe mal überlegt, wenn ich heute Mittag den Rollbrot und den Salat in die Firma fahre, dass ich dann noch nach Moorbach fahre, Eis esse. Nur ich soll ein bisschen Urlaub genießen, ne? Ich wollte ja ursprünglich Mai, also Mai früh gehe ich auf richtig an meinem Geburtstag mit der Family. Und Mai Mittag wollte ich eigentlich in die Sauna fahren. Was ist das da oben? Ich konnte nicht lesen. Aber die Sauna, die hat zu bis September. Aber das ist sowieso. Soll ich das erzählen? Naja, man kann ja drüber schwätzen, ich erinnere mich zu erinnern. Also ich bin früher immer gerne in die Sauna gefahren. Und zwar mit meinem Kumpel noch, der wo sich erschossen hat. Und seitdem das mit dem passiert ist, war ich nie mehr in der Sauna gewesen. Und das war eigentlich jetzt für mich mal so Überwindung, mal nochmal zu versuchen, allein in die Sauna zu gehen. Aber wie gesagt, die haben ja zu, da muss ich halt ein anderes Mal. Ich esse für dich ein Eis mit. Will auch. Ui, ui. Matheprüfung, ey, Mathematik hasse ich ja wie Sau, obwohl wenn ich nachts, manchmal kommen ja die Besoffenen nachts an die Backstube und da drin stehen ja Gramm verkaufen und da eigentlich kann ich gut rechnen. Aber in Mathematik lernt man sowieso Gramm, den man im alltäglichen Leben überhaupt nicht brauchen tut. Wer ist das? Lisa, habe ich auch erzählt, ich war mal in Moorbach gewesen, ne Quatsch, nicht in Moorbach, in Birkefeld, in der Eisdiele und da habe ich so ein riesiges Ding gegessen mit 10 Becher Eis. Und dann habe ich die Bedienung gerufen und da kam die schon mit der Rechnung an. Dann habe ich gesagt, nee, ich wollte noch ein Eis bestellen. Da habe ich noch Spaghetti-Eis gegessen, weil das ist mein Lieblings-Eis. Da. Stellst du mal, da lebt die auch nicht jeder Tag. Da habe ich insgesamt 13 Becher Eis gegessen. Wenn man hat Spaghetti-Eis, 3 Becher und so. Das war schon. Aber man muss auch sagen, ich fahre im Jahr nur immer in die Eisdiele. Ich gehe nicht oft in die Eisdiele. Jetzt wo man vielleicht. So, 3,50 habe ich gesagt. Jetzt machen wir die Eier hin.
Und noch nicht diese Räder machen, gell? Hier haben wir Grepperbier, da machen wir dann noch drauf die Eierschale. Es gibt ja Leute, die machen in der Nudelsalat Mais. Ich hasse ja Mais wie die Pest. Wisst ihr warum? Wenn du da nachher Kacke gehst, da tut ja nicht richtig verdauen, der Mais. Hey, da tut er beim Kacke richtig ploppen. Und deswegen mache ich kein Mais. Die denkt, du hättest nichts gegessen über den Tag. Wo die in der Eisdiele wahrscheinlich. Kann man nichts machen. Lisa, willst du nicht mit mir live gehen? Geht das nicht? Ich weiß gar nicht, wo bist du dann? Ist die Sabrina noch da? Ist schön. Sieht man durch die Schüssel hin, das on-air-Ding gar nicht. Mensch, das ist die Temperatur von dem Wasserdampf, oder? Da glaubt mir kein Mensch. Die Welt ist schön und ich bin der Schönste. So, ei klar. Ei klar ist noch da. Sabrina, schön. Das ist auch mal was anderes, oder? Willst du Pause und kannst mit dem Richter mit dem Kochen zugucken? Du schläfst mir die Brille da. Schauen, jetzt sind die da schöne Himmel da. Das hatte ich euch jetzt zweimal an. So, und jetzt habe ich die Woche jemanden kennengelernt. Und da musste ich ein paar Strip-Videos machen. Da habe ich dieses. Kann man kein erzählen. Bin daheim, muss auch gleich auf Arbeit. Leider bei dem heißen Wetter. Für was hast du zu wenig Leute? Weißt du, ich brabbel so viel, dann geht mir das hin, der hat man vorher gesagt, hat immer verloren. Für was hast du zu wenig Leute? Zu wenig Leute. Ich war den noch mal geschwätzt haben. Ich komme nicht drauf. So, Alter, wart's ja schon. Guck mal, da haben wir es alle gerade gefällt. Zum Live gehen. Ach so, ich musste auch. Also, man kann selber live gehen bei 1000 Followern, weiß ich schon. Aber kann man auch nur. Eine Einladung, also gemeinsam nicht machen, wenn man wenig hat. Schwer das gar nicht. Ach, schwer das nicht. So ist das. Die Liebe. So, ich mache mal weiter. Und zwar noch 3 Minuten, dann sind die Nudeln fertig. Mensch, dann klappt ja alles wie Sau. Schneiden wir mal die Eier drin. Schön, ach, das finde ich ganz toll gemacht. Ich muss auch mal etwas fragen. Es hat mir auch eigentlich auch immer an der Ostere, um die Osterzeit herum, gell? Wenn ich dann eine normale Eier kaufe im Supermarkt und nur die 2-3 Tage später koche, die sind immer faul. Das sind immer faule Eier. Also ich stunde jetzt immer plus minus 2 Wochen um die Ostern herum, tun ich keine Eier mehr haben. Schwester, das hatte ich letztes Jahr schon gehabt. Wissen Sie, was die können ja nicht einfach, wenn die Eier, keine Ahnung, was die da schaffen. Ich werde das nicht. Nee, kannst du nicht. Ach, das ist scheiße. Da gucken wir das. Das tut mir bitte alle gar, also so wie Leute gucken nicht zu, tut mir alle gar, da liest auch noch mal eine Folge. Sabrinas Kollegin ist auch am Start. Wirklich? Hallo, und du bist die Selina, du bist auch jetzt die Kollegin. Dann begrüße ich dich mal recht herzlich. Ach, der Sabrina ist ja ganz lieb. Der Sabrina, das ist ganz lieb. Ich stell dir mal so an, wenn ich nochmal so Live-Show habe, so meine Talkrunde, der ich mal die Sabrina einlade und der ist auch Selina, da tun wir mal ein bisschen Quatsch machen. Obwohl ich schon in meiner letzten Talkrunde, das war an Silvester, habe ich ja im TikTok-Livestream eine ganze Flasche Korn gesoffen. Und da war ich ja wirklich, also da war ich ja Hackebacke. Das war schon schlimm. Und seitdem war ich in der Talkrunde nicht mehr live. Nur noch mit Kochen.
Ach ne, stimmt gar nicht. Wir haben im Februar die Feuershow gehabt auf dem Marktplatz, wo die Feuerwehr Brandwach gehalten hat. Da hatte ich auch noch eine Sendung gehabt. Da war auch die Fetisch-Sendung, gell? So, dann laufen wir schon mal hin, müssen wir mal kurz die Hemdwäsche gehen jetzt. Aber ich bin ja immer noch im selben Zimmer. Die liebe Muckelhase. Oh, wart ab, dann kommen bald wieder mit Hackebacke. Hackebacke. Weißt du, wann wir Hackebacke sind? Da kann ich dir sagen. Der Junggeselleabschied von deiner Schwester. Da habe ich ja schon gesagt, geh mir auch live bei TikTok, weil es ist ja, muss man so sagen, eine TikTok-Hochzeit. Der Schwester hat ja der zukünftige Mann bei TikTok kennengelernt. Und da habe ich gesagt, müssten wir auch bei dem Junggeselleabschied mal einen Livestream machen bei TikTok. Ist das. So, weil du mal hier die Nudeln abschütteln. 53, lass ich dann auskühlen. Jetzt machen wir hier erst einmal Grommel dran. Und zwar Salatmayonnaise. Ich mache immer sehr viel dran, weil ich meine, wenn Salat zu trocken ist. So, anderthalb Flaschen ungefähr reicht. Und jetzt mache ich etwas ganz Tolles. Hinter mal gucken, und zwar tue ich jetzt die in das Ding von da Salatmayonnaise Gurkenbrühe reinkippe. Mache ich den Deckel hier drauf. Und dann schütteln ich das Ganze. Dann kriegt man die restliche Mayonnaise raus. So, das war schon mal ganz toll. Das schütteln wir jetzt mal ab. Da draußen viel Nudeln. Aber komm, ich noch mal eine gute Fresse. So, dann lassen wir schon mal stehen. Jetzt machen wir hier noch. Ich gucke mal gerade hier in die Kommentare. Oh ja, das wäre cool. Wenn ich da rechte Schuss Essig mache ich noch dran. Bisschen nicht viel. Ne, das habe ich auch deiner anderen Schwester schon gesagt, der Fabine. Dass ich vielleicht so TikTok-Mikrofon hole oder ein Megafon, keine Ahnung. So, einen Schuss Ketchup mache ich dran. Das wird bestimmt lustig. Bisschen Salz. Bisschen Pfeffer. Och, da tut schon, wenn die laut auflegen, die ganze Pfeffer weg. Und ganz viel Paprikapulver. Dann machen wir das große Loch. So. Und ein Schuss Maggi. Ja, das laufen drei Spritzer. Das haben wir schon ganz toll gemacht. Kann ich hier nicht den Salat bestecken, wo ich das durchwürfe? Kann ich das nicht machen mit Pansenlohne? Da kann ich aber nicht machen. Wo man mit dem Lohnlöffel. Das soll ich mit dem Holzlöffel machen. Dann machen wir das laufen rühren um. So, dann tun wir die Nudeln drunter machen und dann sind wir schon soweit fertig. Tue das noch mal kurz im Hintergrund, weil ich mache nämlich noch immer eine Geheimzutat drin und die mache ich im Hintergrund drin. So. Das ist aber bei allen Kochvideos so. Also ich mache bei jedem Rezept, wo ich veröffentliche, tue ich eine Zutat weglasse. So, dass der Grom zwar schmeckt, aber nicht so identisch wie bei mir, weil die Leute sollen ja sagen, oh, was tust du das auf den Kochen? Wisst ihr, wie ich das meine? So. Im Übrigen, Lisa, weißt du schon, morgen gehe ich ja auch live. Und zwar mit deiner Schwester zusammen, um den Flo. Wir machen ja morgen eine Wiederholung der Sprite Challenge. Und die, wo jetzt zugucken, wo wir da nicht gesehen haben. Wir hatten die letzte Woche einen gemacht. Und das ist ein bisschen eskaliert. Dann habe ich gesagt, morgen geht es die zweite Runde Sprite Challenge. Morgen Abend. Ah, sonst wäre es ja nicht aller Ecke. Genau das sage ich mir auch. Man lässt immer eine Zutat weg. Also ich koche die gefüllte Gläser von mir. Schon ja bei TikTok-Kanal.
Und da ist das Rezept von der gefüllte Gläs. Ja, da haben sie aber wirklich einen. Nee, da haben sie schon Zucker weggelassen. Oh, ich habe nicht verraten, egal. Ja, die war gut, die Challenge. Kelle, ich habe mich so verlacht. Ich wollte das im Geschäft machen. Dann habe ich gesagt, weißt du, dass du, wenn wir da lachen und wir tun ja die Sprite-Leute rumspauzen. Und so war es ja im Endeffekt gewesen. So war es gut, dass wir nicht im Geschäft drin waren. Da hätten wir ja die Theke und alles putzen können. Ich denke ja schon ein bisschen mit. So. Dann läuft es ganz, ganz toll. Jetzt hole ich die Nudeln. Ach du Scheiße. Da menge ich die Lohner. So. Oh je, das ist alles, hey. Oh je, man fällt wahrscheinlich gleich alles raus. Sieh da, das wäre nicht die große Schüssel geholt. Ich muss irgendetwas haben zur Menge. Normalerweise hole ich eine große Dippe. Warum man ich hey, eigentlich nicht gemacht, ich werde das nicht. So. Mir egal, das lockert ihn nachher alles die Katze. Das sind wir, im Prinzip sind wir schon fast fertig mit dem Nudelsalat. Wie viel Uhr haben wir? Eine halbe Stunde war ich nur live. Ich bleibe einfach noch ein bisschen live. Sollen wir ins Wohnzimmer gehen? Ich stelle das einfach mal hier hin. Machen wir die Propellerkrommel aus. Und wann morgen um die Uhrzeit? Nein. Warte, ich hänge auch mal hier ab. Warte mal. Ich tun ja, muss ich jetzt dabei sein, nachher diese Replay downloade, um das Ganze bei YouTube hochzuladen, wie ich den Nudelsalat mache. Ich sage jetzt kurz nochmal, was ich alles drin gemacht habe. Und zwar Ring Fleischwurst, 5 Essiggurke, 5 Eier, anderthalb Päckchen oder Flasche Salatmayonnaise, ein bisschen Essig, Maggi, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und ein Päckchen Nudeln, anderthalb. Ja, das waren die Zutaten da dazu. Wenn ihr das Rezept noch nachkochen tut, die Art und Weise von meinem Nudelsalat, hoffe ich, es schmeckt auch. Viel Erfolg beim Gelingen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.